Nach einem Jahr Präsidentschaft bei den vier Motoren für Europa haben wir heute die Präsidentschaft übergeben an unsere Partnerregion Lombardei. Vier Motoren für Europa, ein Zusammenschluss von vier wirtschaftsstarken Regionen neben Baden-Württemberg und der Lombardei, Katalonien und Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich, haben sich zusammengeschlossen vor über 35 Jahren, um gemeinsam ihre Interessen zu vertreten in Brüssel, aber auch um gemeinsam an Projekten zu arbeiten, gemeinsam wie heute Abend sich auszutauschen. En el ámbit dels quatre motors d'Europa es treballa en temes sectorials que afavoreixen la indústria i que ens ajuden a no reinventar la roda cada cop que es necessita una solució, sinó ajuden a l'intercanvi de coneixement que afavoreix en segon terme també la nostra indústria, que és el que necessita Europa. La formation professionnelle qui va nous permettre de garder nos cerveaux, nos compétences chez nous, en Europe et dans nos régions. L'intelligence artificielle, qui est un sujet de souveraineté sur lequel nous devons travailler en commun dans nos quatre régions. Et puis le sujet évidemment de l'aéronautique et du spatial, qui est un sujet qui pour nous a beaucoup d'importance et qui nous permettra demain d'industrialiser, de réindustrialiser nos quatre régions qui sont de vraies puissances économiques en Europe et de porter ensemble notre parole auprès de tous les gouvernements et de l'Europe en particulier. Die innovationsstärksten Regionen Europas unter einem Dach heute zur Übergabe der Präsidentschaft turnusgemäß an unsere Kollegen in der Lombardei. Unser Ziel war es in dieser Präsidentschaft auch, die Transformation der Wirtschaft, die Wirtschaftsstandorte zusammenzubringen. Das ist gelungen, ein neuer Geist für Europa, Leuchtturm zu sein für andere Regionen. Und wir freuen uns, dass der Stab weitergeht an die Kollegen in der Lombardei und freuen uns auf eine weitere kontinuierlich gute Zusammenarbeit. Ma De Wittenberg ha scelto come parola chiave la parola trasformazioni. Noi abbiamo scelto come parola chiave la parola connessioni. Perché dobbiamo riflettere in un anno centrale per il futuro dell'Europa, come sarà quest'anno con le elezioni europee, con le decisioni sul futuro della politica di coesione per il nuovo periodo di programmazione, come legare insieme le nostre regioni e come aumentare la voce delle regioni su temi decisivi per il futuro. Su tutti questi temi è nostra intenzione lavorare insieme in una prospettiva di neutralità tecnologica e di forte cooperazione comune, perché i quattro motori insieme rappresentano 40 milioni di abitanti, il 10% del PIL europeo e dunque devono avere una voce forte e chiara in Europa. Ich bin sehr froh, dass die Lombardei anknüpft an unser Präsidentschaftsprogramm und freue mich auf die weiteren Begegnungen mit unseren Partnerregionen der Lombardei, Auvergne-Rhône-Alpes und Katalonien.